Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pillars of Eternity. Wir sind im Tempel der Kultisten und haben im Prinzip noch zwei Ecken, die wir durchsuchen müssen. Einmal die hier hinten, dieses Loch, und dann den Geheimraum mit den rosa Flammen. Ja. Und wir machen hier, weil ich denke, hier ist so eine Art Kerker. Na, hier ist das Wasser. Und was uns, wir hatten ja hier so einen Wasserfall entdeckt. Ja, richtig. Und dann erkunden wir das hier wahrscheinlich noch. Das könnte sein, ja. Und das vielleicht ist wahrscheinlich auch noch ein dritter Zugang oder ein vierter sogar zu diesem lila Raum. Ja, drei haben wir ja schon. Ja. So, was sind das für Käfer? Blitzkäfer oder? Steinkäfer, Moment. Die sich teleportieren können. Oder ist er alleine? Durch den Stein wühlen. Das sind ja auch Steinkäfer, ne? Das darf man nicht vergessen. Hat alles seine Richtigkeit. Und unsere Gnome, sparst du aus, oder? Ja. Ich dachte eigentlich, dass mehr kommen und dann könnten wir hier in der Engstelle tanken können. Und wenn dann der Gnome da ist oder der Fuchs, ja, dann ist alles zu eng. Doch schon, ja, zu eng, und sie haben wenig Leben. Das heißt, wenn sie irgendwo was halten und dann sterben, dann kann der Feind da durch. Ja. Irgendwo oben scheint ein Ausgang zu sein. Oder zumindest ein Weg aus dem Wasser raus. Wahrscheinlich kommt man dann in so einer Höhle raus. Ja, wir kommen ja auch noch zu dieser, zu der Hütte des Lederwarenverkäufers. Ja, richtig, stimmt. Er ist ja Mitglied dieses Kultes. Und hat uns da eine schönen Bären aufgebunden. Mit der Geschichte vom Ogre. Ja, aber der Ogre, der hatte natürlich auch... Der Ogre ist voller Schuld und Sünde. Wir haben ihn gereinigt. Ja. Aber könntest du eigentlich alle mal ein bisschen ranholen, oder? So musst du immer zurücklaufen. Ja, schon. Ja, ist ja easy. So einzelne Käfer, das ist, ist ja keine Herausforderung. Ach, die kommen nicht durch. Ja, egal. Interessant, dass man hier nicht lang gehen kann. Das sieht aber so aus. Total interessant, ja. Ja, also das ist die Neuigkeit des Tages. Für mich schon. Ja, es ist seltsam. Das ist wohl wahr. Unser Rastbonus ist auch ausgelaufen. Bei manchen. Ja, wir gehen ja bald wieder in unsere Burg. Ja, so wichtig ist das jetzt auch nicht, dass ich da über... Naja, Macht 1. Ja, aber so, dass ich jetzt extra zurückreisen würde, um dann runter zu pennen. Aber wenn wir schon mal hingehen... Ja, dann... Oh, ein Waldkäfer. Ja. Oh, das ist doch gut. Ja, das ist praktisch. Gut platziert. In einer verschlossenen Truhe. Ah, den looten wir. Gut, ich hätte dir sagen können, dass es einen Panzer gibt. Das riecht nach Geheimtür. Ja, man sieht sie auch schon. Ja. Mann, ey, wenn ich mein Haus bauen, würde ich auch überall Geheimtüren und ein Panic Room. Ja. Ja. Und dann die Geheimtüren überall zwischen den Wänden in den Häusern hin. Ihre Wände sind ungewöhnlich dick. Nein, das täuscht. Ja, muss halt ganz schmal sein, kannst du ja durchzwängen. Ja, warum nicht? Ah, wie man so Türen tarnen. Ja. Könntest du hinter Schränke machen? Nein, Schränke sind... Kommoden sind viel besser. Schränke erdrücken einen so. Ja, genau. Dieses fleckige und zerwühlte Bettzeug scheint kürzlich benutzt worden zu sein. Ja, die müssen ja auch irgendwo leben. Die Kultisten. Kann ja nicht sein, dass man quasi den ganzen Tag hier arbeitet. Naja, man kann ja damit dann nach Hause ins Dorf gehen. Nein. Oh, da geht's hoch. Wahrscheinlich zur Mühle. So, geheime Sachen haben wir hier nicht mehr. Es wundert mich eigentlich. Ja, also ich hätte auch gedacht, dass hier irgendwo was versteckt ist, aber jetzt laufen wir einfach mal hier hin. Und die Geheimtür haben wir nicht entdeckt. Das ist schade. Das ist wahrscheinlich nur eine Abkürzung. Vielleicht geht's hier. Ja, ich denke, da geht's nach links raus, ja. Und vielleicht kann man die nur von der anderen Seite aus aufmachen. Wäre ja vermutlich. So als Abkürzung dann.
könnte sein, ja. I'll see what I can find. Blutbecken. Als du dich dem Blutbecken näherst, gerät die zähe Flüssigkeit in Wallung und wirft Blasen. Du spürst die Essenz zur Oberfläche steigen, nach dir greifen, flüstern. Das wird bestimmt spaßig. Wir strecken unsere Seele zum Blutbecken aus. Das schwache Flüstern verwandelt sich in eine Kakophonie aus Stimmen. Du stellst dir vor, dass dich 100 Männer und Frauen umgeben. Ihre nackte, ausgepeitschte Haut ist blutig gegeißelt und abgezogen und mit Fliegen bedeckt. Die Stimmen schreien gemeinsam auf: Was ist das? Noch eine Seele, die wütend ist und versengen will? Oder will sie nur zusehen? Vielleicht wartest du schon lange Zeit. Unsere heutige Arbeit ist schon beendet. Wer seid ihr? Eine Frauenstimme antwortet: Niemand. Sklaven, Leibeigene und Huren, benutzt und weggeworfen. Fast alles, das wir hatten, wurde uns genommen. Das wenige, das uns blieb, haben wir hier abgegeben. Sie schweben über dem Rand deiner Seele und ertasten dich. In uns brannte die ungestillte, hungrige Wut. Jene aber, die bereit sind, den Preis zu zahlen, können den Hass zu einer Waffe formen. Eine andere Stimme spricht: Im Leben waren wir schwach, im Tod aber trafen wir eine Entscheidung. Der Entscheidung wohnt die Kraft inne. Welche Art von Kraft? Eine Stimme kichert: Wenn du fragen musst, dann hattest du noch niemals das Bedürfnis nach Rache. Sie prüfen an den Rändern deine Seele und erkunden deine Essenz. Es ist eine Schande, dass es in dir gar nichts gibt, das wir verwenden könnten. Die Seelen sinken zurück ins Boden. Halt, ich möchte wissen, was ihr hier getan habt. Das Becken dreht durch den misttönenden Chor wieder natürlichen Lachens in Wallung, das in deinen Ohren herumkratzt. In der Mitte des Beckens rührt sich im plätschernden Blut ein großer, zur Hälfte eingetauchter Metallkäfig. Als wollte er deine Frage beantworten, schaukelt er auf eine verrostete Scheibe hin und her. Wartet, lasst mich noch etwas über diesen Ort fragen. Die Zeit für Fragen ist vorbei, Wächter. Das Blutbecken ruht. Na verdammt, haben wir eigentlich die unsinnigsten Fragen gestellt. Ja, aber so ist das. Man weiß ja vorher nicht, was dann. Ach komm, wir können uns absenken. Ja, sonst ziemlich grausam, was die hier gemacht haben. Ach so, die haben die ausbluten lassen und ist das da reingelaufen. Ja, die haben die hier gepeitscht und Haut abgezogen. Ja. Diese Leiche ist nach vorne gebeugt, als ob sie zugesehen hätte, wie der rote Lebenssaft aus ihr heraustropft. Unter dem aufgeschlitzten Hals der Leiche gerinnt Blut. Ah. Die Arme des Mannes sind vom Ellbogen bis zum Handgelenk aufgeschnitten. Ah, der hat ein Messer da liegen. Haben die das etwas selber gemacht? Vielleicht nach der Folter, dass sie sich dann selber umgebracht haben. Das Blutbecken liegt nun ruhig und still da. Schade, dass man nichts reinwerfen kann. Weißt du, wie so ein Wunschbrunnen. Oh, ein Kultist. Du Monster! Ich glaube, mit diesem Blutbecken hier haben wir einen Grund gefunden, den Kult. nicht, dass er die Tochter des Edelsmanns schon geopfert hat. Nein, das hier waren ja die Verbrecher, also die Leute, die niemand vermisst, wenn sie verschwinden. Ja, das ist richtig. Und diese Tochter des Adeligen ist ja schon von Bedeutung. Ja, so ist das, wenn die die Rohre in den Wänden platzen und heißer Dampf. Schlüssel des Kryptameisters und ein Tagebuch. Mein Sohn, morgen werde ich zum Bildnis. Morgen werde ich zu Skarns Verkörperung auf Irora. Morgen erstickt mein Meister an seiner eigenen Peitsche. Monatelang haben wir uns als geheime Konklave getroffen, um den Niedergang unseres Grundherrn zu planen, während wir die Felder bestellt haben, als wären unsere Herzen voller Zufriedenheit. Skarn lehrt uns, mit dem Verstand zu planen, während unser Gesicht unbeteiligt bleibt, unergründlich. Gerecht können nur jene kämpfen, die Armeen besitzen. Der stille Sklave ist unser Schleifstein, unser Fokus. Indem wir ihn anbeten, findet unsere Sache Fokus, Klarheit und Möglichkeit. Morgen erstickt mein Meister an seiner eigenen Peitsche. Hoch. Wenn du dies liest, bin ich tot. Ich bete, dass Garn mich nicht aufgibt, weil ich von meinem Plan spreche. Doch ein Sohn verdient es zu erfahren, wie sein Vater starb. Denn ich habe mich freiwillig als Bildnis gemeldet. Skarn wird in meinen Körper fahren und das einfache Fleisch dieses alten Bauern als Marionette göttlichen Zorns nutzen.
Ich wurde rasiert und gesalbt. Morgen früh werde ich nur noch dem Namen nach dein Vater sein. Meine Männlichkeit wird entfernt, meine Nase und meine Ohren werden entfernt, meine nutzlosen sterblichen Augen werden durch Feuerstein ersetzt, durch die Skar in die Welt sehen kann. Mein Sohn, es tut mir leid, dass ich dich seit einigen Monaten belogen habe, doch Skarn verlangt Geheimhaltung. Selbst seine Mutter weiß nichts von dem heimlichen Dienst am stillen Sklaven. Verfluche meinen Namen, wenn du musst, aber weine niemals um mich. Denn ich sterbe, um unsere Gemeinschaft zu verbessern und die Korruption unseres eigenen Herrn vom Angesicht Eoras zu tilgen. Morgen wird mein Meister an seiner eigenen Peitsche ersticken, denn morgen werde ich zum Bildnis. Also ich begegne mir so einmal? Hoffentlich nicht. Ist ja verstörend. Ja. Margrin's fire casts light in dark places. Ah, schau wieder die Bibel. Diese Vitrine wurde meisterhaft aus dunklem Edelholz angefertigt. Jahre der rücksichtslosen Benutzung haben aber viele ihrer Regale zu Bruch gehen lassen. Ja, man muss mit den Sachen auch ein bisschen pfleglich umgehen. Diese Monster. Tempelfanatiker. Ja, ich finde es halt gut, dass die alle einzeln kommen. Wir sind halt nicht so organisiert. Wir bräuchten Pfeifen. Mal Alarm schlagen. Ja, oder einfach rufen. Hilfe, wir sind Fremde. Ja, aber eine Pfeife ist durchdringender. Oder eine Glocke. Oder ein Alarmknopf. Das wäre Unsinn. Ja, absolut. Wenn dann schon ein magisches Gerät, was. Ja, ja. So hätte ich das dann erklärt, wenn du gefragt hättest. Du hast ja gleich verurteilt. Ja, natürlich verurteile ich. Ja. Ich bereue echt, dass wir dem Blutbecken nicht irgendwie bessere Fragen gestellt haben. Ich dachte, man kann alles fragen. Ja, dachte ich auch, aber die Seelen so, nee, nur eine. Eine Frage pro Person. Dann müssen wir wieder hinab. Zwischen den flackernden Kerzen wurden kleine, geflochtene Statuen mit schwarzen Steinaugen platziert. Es waren geopferte Zwerge. Nein. So ich frage mich, warum schwarze Augen und nicht wie dieses Bildnis mit diesen roten Feuersteinen oder was es war. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hatten die keine roten mehr. Ja, jetzt haben sie dich aber. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ach, guck mal, die kriegst du ja hier von unserer Jägerin. Gar nicht schlecht Schaden, ja. Der Magier kassiert aber von der Tank aus irgendeinem Grund. Ja. Aber egal, wir können rasten. Das ist egal. Ja, stimmt, in so Standardkämpfen benutzen wir den einfach kaum. Richtig. Take him down! Der Wicht mit seinem Kuhschwert, ey, das ist echt phänomenal. Endlich. Oh! Ist der groß. Ja, der ist echt voll groß wieder. Gibt es denn irgendeine Erklärung, warum es verschiedene gleichberechtigte Spezies, also als herrschende Spezies auf dem Planeten gibt? Stimmt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie so Orang-Utans auf einmal ankommen und sagen, ja, wir sind jetzt hier auch nice and quiet. Quasi die Top-Spezies hier. Ah ja, aber die Neandertaler und der Homo Sapien haben ja nebeneinander gelebt. Diese elegante Vase ist gesprungen und aufgeplatzt. Sie sieht wie eine Antiquität aus Idyr aus. Ja, aber dann hat der Neandertaler verloren. Ja, man hat sich ja auch vermischt nach neuesten Erkenntnissen. Ja, das heißt, er lebt in uns weiter. Ein bisschen. So, da haben wir den Schlüssel benutzt. Den wir gefunden hatten da in dem Raum. Also haben auch andere Hominiden hier auf der Erde zusammengelebt. Oh, wir hätten rasten sollen. Nehme ich an. Ja, vermutlich schon, ja.
Ein kräftiger, stiernackiger Mann in einer Kutte hilft einer jungen Elfenfrau aus einer gläsernen Kammer herab, die mit einem verwirrenden Geflecht von Kabeln und Maschinen verbunden ist. Ihre Haut und Kleidung glänzen von frischem Blut. You may feel a little lightheaded for the next hour or two, but that will pass. Have a meal and get some sleep when you return to town. A transfusion. War der Ledertyp nicht auch so stiernackig und kräftig? Ja, ich meine. Das Mädchen schluchzt in ihren Handrücken. Oh, das ist sogar Alice. Ja. The transfusion will be smoothest if you relax and rest. The implanted essence already has a hold on your mind, so fighting it will be useless. And I hope our new visitor does not complicate matters overly. Was geht hier vor sich? Subversion. The black sheep cousin of justice. Or haven't you heard Lord Heron's tale of woe about a missing daughter and an impending marriage? He's sent his soldiers to scour the village while he bides his time at the Drakogen Inn. You of all people should understand what I'm doing. I don't know who you are, but I can read that look of discontent on your face. Polite society frowns on your struggles and ideals as much as they do my animancy and Scan's rituals. But unsightliness reminds polite society that there are limits. When no one pays attention to the excesses and debaucheries of a lord, you give them something they can't look away from. Genau das. Was redest du da? Lord Heron's been telling everyone she's his daughter. He brought her all the way out here just to avoid anyone who might know differently. She's his niece. And she's carrying his child. Bist ja. du dir sicher? Das scheint mir etwas weit hergeholt zu sein. Easy to disbelieve. Easy to look away from something this ugly and question what you saw. And that's how he's gotten away with it so far. Heron's own wife's delivered nothing but Hollowborn. Now he's got no heir, and his sister's child, Elise, is reaching the age to marry. Without progeny of his own, Heron's legacy would pass to her issue. So, he found a way to continue his own noble line by putting his child in this girl, his own niece. Hätte er das Kind nicht auch auf einem anderen Wege bekommen können? Not a highborn heir. Even if he disposed of his own wife by some means, what family would marry their fertile daughter off to him? You can see the problem with this foolishness about blood and birth, I hope. Du hättest nicht auf Gewalt zurückgreifen müssen. Jemand hätte Alice geholfen. And yet, no one did. Not that innkeeper who wasn't above taking his lordship's coin. Not Heron's attendants who must have known. Not even his wife, the poor girl's aunt. Depravity like this doesn't happen, but that people allow it. This is the truth that decent folk don't want to see. Sometimes you need excess to fight men like Heron. This isn't just about Heron to the girl. It's about the corrupting influences of power and wealth. How people of privilege, people like Heron, are so often insulated from the consequences of their actions. The charged essence of dozens of maltreated slaves and underlings is already taking root in her mind. Once it's established, it'll drive her to murder her uncle, her aunt, and anyone foolish enough to get in her way. People won't be able to look away from Heron's sins then. Ha! Typisch Scan, sich solche Mühe zu geben, um einer Konfrontation auszuweichen. Wie soll dieser Fürst lernen, wenn er nicht bestraft wird? Brich den Körper dieses Fürsten, überschütte ihn mit 100 roten Geschenken. Lass ihn wissen, warum er leiden muss. Erst dann kannst du das Problem beheben. I do not wish to destroy Nestor Heron. I wish to end his entire rotten line. His name will become a curse among strangers. The deeds of his house will be eclipsed by his ruin. Foes will hear his name and shudder with pity. And any relatives who should survive him will abandon their fortunes just to rid themselves of the association. Aber trotzdem darf man nicht so ein... Ja, Menschen zu so Mörder ausbilden. Blutmagie kann man trotzdem nicht machen. Bitte tu das nicht.
It's already done. The essence is at work in her mind. Sie zögert nur einen Augenblick, während sie ihr Gleichgewicht wiederzufinden scheint, ihre Tränen bereits trocknet macht, sie sich zur Türe auf. What is any of this to you? Don't tell me you pity Herond. The girl was already his slave. Soon she'll be free of him, and the world will be a better place for it. Wir springen Alice an und brechen ihr das Genick. Effigy's eyes, do you realize what you've done? She was going to die anyway, but at least you'll pay now, even if Herond won't. Aber warum hast du sie umgebracht? Was? Ja, damit sie das, damit so ein Mörderin die Gehirnwäsche hat, nicht in die Schenke herumläuft. Um Herond kümmern wir uns noch. Ja, alles schnell gemacht. Also, wir töten alles und Gott sie sortieren. Ja, du hattest recht, wir hätten rasten sollen. Der Magier könnte zaubern, bevor er stirbt. Oh, Tank ist down. Oder auch nicht. Ja, er hatte irgendwie noch drei oder so. So. Anni ausprobiert, ne? Und Flo ist auch schlecht bereit. So, der Tode nahe. Hat der irgendwas, was heilt? Ich weiß es nicht. Sollen das kann uns helfen. Er ist ja nicht schlecht. Alles, was irgendwie auf Schaden ist, der Gruppe nimmt, ist jetzt gut. Oh, wenn der hier mal sterben würde. Hinten. So, was haben wir denn ja jetzt noch alles? So, diesen Wimmern, das ist der stärkste von denen. Ja. Töten jetzt erstmal mit dem Prediger. Sind vier Stück, sehe ich das richtig? Ja. Dann ist auch dieses Ziel von der. Ja, das ist halt, ne? Einmal. Alles Totes ist tot. Das Phantom. Angreifen. Aber ein Gegner auch. Schwer verletzt schon. Töten wir doch ihn erstmal. So ein bisschen Furcht, das ist immer gut. Das Duplikatkämpfe auch gut. Ja? Ja, schon, der kämpft ja jetzt und lebt und macht. Irgendwas wird es wohl bringen, was er macht. Und das Phantom ist weg. Das können wir ja schnell beheben. So, der müsste eigentlich auch gleich mal umfallen. Irgendwie. Gleich. Jetzt. Oh, verletzt den Todenauer. Ah, gut. Glück, diese Sarkasi noch. So heißt sie doch, ne? Nur Sagani. Sagani. Sagani, so. Ja, das schaffen wir nicht. Ah.
Ach, sind ja noch zwei. Doof. Und ein Todenhaar. Oh, hätten wir die schneller getötet. Aber vielleicht schaffen wir das Phantom noch rechtzeitig zu holen. Laufen wir mit ihr mal dahin. Der läuft weg. Zwerg lebt wieder aus irgendeinem Grund. Ach nee, wir haben doch irgend so einen Gegenstand, der das ermöglicht. Dass er, wenn er tot ist, dann irgendwie nochmal so ein bisschen Ausdauer wiederbekommt. Ich weiß es nicht. Ich meine, das ist diese Kette. Wirklich? Auf jeden Fall hat sie uns den Kampf hier geholt. Ach, Sardani hat auch lange genug überlebt, dass wir das Phantom holen und dann... So, easy. So, erstmal leben und speichern. Ausgezeichnet. Aber wir können auch jetzt gleich rasten. Ja, besser ist das. Oh, wir haben den Typ befreit. Also, Tobi hat echt gute Arbeit geleistet. So, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ja, so machen wir es. Bis dann.